Ja, liebe Freunde, der Abschied von meinem Freund Pepper fiel unglaublich schwer. Aber Annette meinte, wir müssen wieder einen Hund haben. Und jetzt ist es soweit, ich präsentiere euch unser neues Familienmitglied Max für Hundefreunde. Jetzt ein paar Aufzeichnungen aus diesem neuen Hundeleben. Glaube ich schon. So, Ganz guck mal, hier viel, viel ist der Freude. Max jetzt. Ne? Neuer Lebensabschnitt beginnt für dich bei uns. Ja, jetzt fahren wir erstmal in dein neues Zuhause. Max, guck mal, wo ist denn der Hund? Ja, ich der Maxi, Hund, ne? Jetzt ne? geht's nach Ja, Lübeck. ja. Jetzt geht's nach Lübeck in dein Maxi neues ist müde, Zuhause. das war so aufregend. Ja. Unser Max ist in der Karpfenstraße angekommen. Noch ein wenig verwirrt, aber das findet sich, ne Bibi? Bisschen müde von der Autofahrt. Er ist immer noch müde. Aber sonst Ach, wie seine ist das ersten süß. Erkundungs- und Ja, das erste Pieschen hier. fein, so ein Toll! feiner Hund. Große Ganz toll. Klasse! Ja. So klein und benimmt sich wie ein großer Hund. Alles dran, ne? Und bellt er auch, das hat er gezeigt. So. Viel Arbeit für wenig Gewinn, ne? Ja, ist eine Sauerei. So, und das ist unser neuer Freund. Max heißt er. Guckt ihn euch an, wieder ein Labrador. Wir haben es nicht ohne Hund ausgehalten. Max ist jetzt 9 Wochen alt und begleitet uns jetzt gleich in unserem Zigeunerleben. Wir halten euch auf dem Laufenden. Unser Max, der weiß auch schon, dass er zu uns gehört. Der läuft überhaupt nicht weg, muss hier auch gar nicht an die Leine. Liegt im Schatten unter meiner Liege. Wir haben hier auf jeden Fall bestes Wetter. Der Campingplatzbesitzer ist natürlich, den hat es auch getroffen. Einmal sagt er, ist es ja völlig unerwartet gekommen, dass die Campingplätze wieder geöffnet wurden. Das geschah wohl Schlag auf Schlag, da konnte er sich gar nicht so richtig drauf vorbereiten. Und ja, zum anderen darf er hier nur jeden zweiten Platz vermieten, was natürlich auch erhebliche Einbußen mit sich bringt. Und gezeltet wird hier gar nicht mehr. Mal gucken, wie das weitergeht, aber also hier spürt man, dass immer noch ein Corona-Hype existiert. Und das bei diesem Wetter und Mitte Mai. Unseren Max interessiert das nicht. Nö. Hauptsache, der Napf ist voll und der Bäuchi wird immer dicker, ne? Ja. Ja. Ganz entspannt das Ja, hier Tier. haben wir unseren mobilen Zwinger für den Kleinen, wo er manchmal rein muss. Ne? Denn sonst läufst du immer zu den Nachbarn. Das geht ja auch nicht. Nachher landest du da im Kühlschrank, ne? Da kommt er aber eh nur rein, wenn sowieso, wenn ich sehe, der ist todmüde. Ja. Der ist dauert nicht lange, dann schläft er. Ach so, ein kleines Schläfchen. Da ist Frauchen. Und der große Hund, und der ja. liebe Hund hier.
der gerne mal ein bisschen knabbert, ne? Ja, der gerne mal ein bisschen knabbert. Er ist nämlich ein Frecher. Ein Feiner. Maximilian, ja fein, so ein feines Baby. Komm mit, mein Schatz, komm. Na? Maxi, Maxi. Fein, bremsen hier. Nee, nee. Oh, nee. Der Nachbar weiß das, der sagt nichts. Hm? Du hast schon den zweiten Max kennengelernt, ne? Der zweite Max in deinem Leben. So ein toller Hund. Max, gleich gibt's Essen. Gleich gibt es Essen. Ja. Da wedelt der Stert schon. Frauchen macht Essen. Er ist ja richtig gesittet. Den kannst du mit in ein Restaurant nehmen. Na klar. Ist ja auch unser Hund. Der hat ja jetzt auch gelernt, dass er keine Konkurrenten mehr hat beim Fressen. Dass das alles für ihn ist. Er hat keinen Grund mehr, sich zu überschlagen. Fein hast du das gemacht. Ganz fein. Ja, aber den Napf, den gibst du mir jetzt. Ne, der ist ja leer. Fein. Ganz fein. Oh, guck mal, einer ist jetzt noch. Ja, was? Da. Da. Das ist ja ziemlich erschreckend. Also im Badebereich des Campingplatzes, da läuft NDR 1 Niedersachsen. Und das ist so, also man hört alle 3 Minuten, ich bin noch nicht einmal da drin gewesen, ohne irgendetwas über Corona zu hören. Wie man bei Corona jetzt im Schwimmbad in Einbahnstraßenmanier schwimmt. Oder dass Trump eine Corona-Praline entwickelt hätte, natürlich mit Spott über Trump. Und also Corona, Corona, Corona. Und jetzt stehe ich hier vorm Einkaufen. Unser Max schläft im Fußraum. Ich schwenke mal kurz rüber, mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Der hat sich das gemütlich gemacht. Und Annette ist rein zum Einkaufen und ich stehe hier eben schon mal 20 Minuten bestimmt vor Lidl und jetzt stehen wir hier vor Rewe und ich habe außer Annette noch nicht eine Person gesehen, die hier ohne Maulkorb reingeht. Also nicht einer scheint sich einen Attest geholt zu haben
obwohl das hier ältere Leute sind zum Teil, die kaum so noch laufen können. Aber es hat hier jeder einen Maulkorb um. Und wir beide sind bisher in verschiedenen Geschäften gewesen, also problemlos ohne Maulkorb. Aber es ist erschreckend, dass jeder mitmacht. Jeder macht mit. Also aus so einer Bevölkerung kann kein relevanter Widerstand wachsen. Frau Merkel sagt, häng dir eine Ohrklammer ans rechte Ohr und die Leute machen es. Ich bin überzeugt davon. Die machen alles. Die machen alles, was man ihnen sagt. Es muss nur lange genug eingehämmert werden. Es ist ein schreckliches Zeichen. Es ist noch sehr früh am Wiesenweger Teich, deswegen spreche ich nicht so laut. Herrlich, einfach herrlich. Joachim ist auf Gassi gegangen mit dem Kleinen, natürlich nicht weit. Ich sehe auch schon, da hinten kommen die beiden. Ich zoome mal ran. Da sieht man Joachim, da. Und gleich sieht man auch den Kleinen, unseren Max. Ganz toller Hund schon. Na, beiden gerade beschäftigt. Und ich hatte ein Geschäft gemacht. Und Joachim muss jetzt erstmal aufsammeln. Das hier ist unser Panoramablick morgens. Sitzen wir dann mit dem allerersten Käffchen und gucken auf den See und in den Wald. Es ist einfach traumhaft. Ich halte meine Knochen in die Sonne morgens. Das ist ganz toll. Das ist herrlich hier. Das ist einfach traumhaft hier. Aber das lässt er sich auch gut bezahlen. Aber es wird ja auch viel dafür geboten. Da oben ist die Gastronomie. Dort kann man herrlich sitzen im Biergarten. Wirklich schön. Und jetzt schwenke ich mal zu meinen beiden. Da sind sie. Herr und Hund. Unterhalten sich da gerade mit irgendjemandem aus dem Wohnwagen. Ach, mit dem Typen, der da steht. Mit dem Nachbarn. Wir nennen ihn immer David Lee, weil er so aussieht. David Lee hat doch das Lied übers Boxen gemacht. Wie irgendwas mit Fight. Das ist ein ganz netter. Der ist morgens immer da angeln. Und wir sehen immer, dass er mit Beute zurückkommt. Der scheint richtig was. Da scheinen richtig Fische drin zu sein. Er sagt Barsche und Forellen. So, und jetzt kommen Herr und Hund näher. Da sind die beiden. Maxi ist hier an der Seite. Da ist er. Die beiden. Er guckt hier hoch, der weiß ganz genau, dass ich hier oben bin, dass wir hier oben unseren Platz haben. Ja, nun lauf mal nicht hoch, ne? Bleib mal bei genau andersrum. Maxi, nein! Maxi! Nein, runter! Runter! Geh runter! Der Retter naht. Komm zum Märchen. Ich gehe hier weg. So. Herrlich. Ah, jetzt gehen die außen rum, so wie sich das gehört und nicht die Böschung vor. Maxi! Da kommt der Angeljump. Der Fein.